Jo, moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aller 17. Ja, es geht los in, wie heißt jetzt hier nochmal, Gübenstedt, und der Lehrling, der kommt. Ah, da kommt er doch. Ja, der hat nur noch schnell einen MB-Truck hinten an Silo gefahren. Der kam gestern mit seinem Auto angetuckert. Oh, Magadu, der läuft hier, rank und schlank. Wie die Goggles auf der Messe. Hoffentlich macht er sich nicht in die Büchse, wie der läuft. Was habe ich da gerade gehört? Naja, ich habe nur meine Leute unterhalten ein bisschen, ne? Ja, gut. Ach so, du wieder mit deiner GoPro auf dem Kopf, ne? Ja, immer. So, du fängst dann an. Warte, ich guck mal, guck hier auf meine Karte, die klappbar ist. Hier, guck mal, Wiese 3, ne? Ja, diese drei. Da Okay. können wir dann mal ein bisschen, ja, Jo. schwaden. Ich komme gleich. Ich will den Zuschauern meiner GoPro nur noch was zeigen, ne? Jojo, alles klar, Ja, ciao. ciao. Und pass auf. Ach, ich doch. Siehst du hin? Gut, mach's gut. Ciao. So, ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar, wir haben jetzt von Werner, nicht von Werner, von, wie heißt er hier nochmal, von, ich hab's vergessen, von, Hugo. Von Hugo haben wir jetzt hier die neue Beinpresse. Also neu, alt, gebraucht, ne, haben wir gekriegt. Und dann haben wir dann hier noch den 514er Fendt gekriegt. Und Festgewicht und Zeug. Ne, der Rest ist eigentlich so geblieben, wie er ist. Dann haben wir schon ein bisschen gemäht und jetzt wollen wir Silage machen. Ja, ich kann euch ja noch zeigen, hier steht halt noch die Spritze, wie vorher auch. Und ja, hier ist das gleich geblieben. Vorne steht halt jetzt nicht mehr viel, weil alles in Betrieb gerade ist. Wo steht eigentlich der Drescher? Halt ganz vergessen. Na ja, gut, egal. Dann, legen wir mal los. Schön 722er. Gerd und Anneliese sind noch nicht hier. Die wollten ja noch kommen. Aber mal gucken. Piep! Und hast du ein Funkgerät gefunden beim Johnny? Piep! Ja, ich muss mich hier bei diesem Connecting-Piepsen dann noch dran gewöhnen. Ja, stimmt, ne? Wir können müssen ja jetzt nicht mehr piepsen, sondern einmal piepsen anmachen, dann funktioniert das schon. Aber ich glaube, wenn Onkel Butcher dann wieder da ist, der macht dann hier wieder, der muss dann hier wieder krrk und irgendwas da machen, ne? Der kriegt das ja dann nicht gemerkt. Naja, mal gucken. Und wo bist du denn jetzt schon? Oh, du bist ja, hast ja schon ein bisschen weit angefangen da hinten. Hallo. So, dann fahre ich mal hier. Wo geht's denn hier hinten? Geht's runter, ne? So, dann gucken wir mal die Klappe. So, ja, die können da hinten. So, gucken. Alles in Ordnung. Ja. Klappe richtig zu. Ja, sieht gut aus. So, dann fangen wir mal an. So, das funktioniert. PK Brunner. Gas. Oh, schaut nicht schlecht aus. Ja.
Schnell mal hier oben nochmal aufmachen, bevor hier irgendwas bis hier so stiegig drin wird. Komme ich denn hier überhaupt rum? Ja, scheint so. Oh, das wird ein langer Tag heute mit der ganzen Silage. Bis wir die alle drinne haben. Nö, nö, das ist aber. Schauen wir mal. Da kommt er aus dem Walde gekrochen. Ich? Ja, ja. Wo fährst denn du jetzt eigentlich? Da vorne bist du, ja. Habe ich gerade so gesehen. Wie ist da hinten so der Trach? Besser wie hier hinten oder genauso? Ja, genauso. Ja. Ich finde, es ist ganz eigentlich ganz in Ordnung. So, wir haben einen halben Kipper, halben Ladewagen ist voll. Geht. Für den ersten Schnitt für uns ganz gut. Ja, wir haben ja gar nicht gedüngt, nix. Da kommt ja dann Gülle drauf und hast dich gesehen, ne? Ach, schauen wir mal. Ich bin ja mal gespannt, was das hier dann geben wird. Alles mit der ganzen fiesen Wiesenschleifen dann nochmal an so. Dann im Frühjahr, das ist ja dann der letzte Schnitt. Eigentlich, oder vielleicht machen wir noch einen, ich weiß es nicht. Aber wir haben ja schon Mitte Sommer. Ich glaube, wir müssen dann sehen, dass wir es gedroschen kriegen. Und dann vielleicht eventuell noch einen Schnitt machen. Aber wir kommen auf jeden Fall über den Winter. Wir haben noch dann ein Stück, was wir Heu machen können. Naja. Ja, von außen. Nicht schlecht auf jeden Fall. Naja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, ich bin fast voll. Ich glaube, ich fahre jetzt hier. Ich fahre jetzt hier hinten durch Sorf. Und nicht vorne rum nochmal. So. No, my dad. Gut. Bis dann, glaube ich, wieder. Komm mal rum, was läuft. Fraglich ist schon Mitte Sommer, der Wald ist noch nicht reif. Ach, das gibt ja nicht. Du hast du eigentlich dann auch bist du dann eigentlich noch hier? Gerd hat das eingeteilt. Bist du eigentlich in Ebsdorfer, wenn wir hier dreschen, oder bist du dann in Ebsdorfer, wenn da gedroschen wird? Ich glaube Hälfte, Hälfte. Also ich glaube, du bist eine Teil lang hier und eine Teil lang in Ebsdorfer, ne? Gerd braucht ja auch noch einen da. Da ist ja eigentlich nicht so, dass du jetzt sagen könnt, Hector,
Naja, gut, Hector, ne, ob der Drescher fährt, weiß ich nicht. Der konnte es ja immer nicht so. Aber ich denke mal, wenn er abfährt und Gerd fährt Drescher, Gerd kann ja Drescher fahren, da habe ich ja gar kein Bedenken. So. Da, ich kann mir denken, dass Geld kein Drescher fahren kann. So. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht abladen? Ja, ich bin wieder da. Wir hatten eben ein ganz kleines Problemchen mit der Kette. Aber ich denke mal, das haben wir jetzt wieder behoben. Das funktioniert. Check out. Ich bin ja mal gespannt, was das gibt. Hier können wir ein bisschen schneller fahren, hier ist nicht so viel. Schauen wir mal. Da bin ich mal gespannt, was das gibt jetzt. Und jetzt die Kette funktioniert eben, musste halt nochmal der Leandro kommen und hat mir irgendwie da geholfen. Der kennt sich besser mit den Maschinen aus wie ich. Oder Leandro? Ja. Ja. Gut, kommt drauf an. Manche sagen ja nicht besser, manche eher, ne? Müssen wir schauen. So, dann. Da hinten ist er. Mal das schön da hinten. Das schön Johnny. Leandro, reicht dir eigentlich der 2-Kreisel oder können die auch einen 4-Kreisel her? Du könntest auch einen 4-Kreisel her, hätte ich nichts gegen. Aber der 2-Kreisler langt erst, also reicht, langt erstmal auch, oder? Ja, der reicht dann erstmal für dieses Jahr noch. Vielleicht ja. Nächstes Jahr mal überlegen. Ja, da können wir mal gucken. Da können wir ja, oder hier so einen schönen Pöttinger oder so einen Kuhn. Gucken wir mal. Ich glaube, ich fahre gleich hinten wieder ab, oder? Ich bin ja schon wieder fast voll hier. Das lohnt ja gar nicht, hier noch einen wieder anzufahren. Bin ja schon wieder bei 90% hier. 40 Kubik schaffe ich noch bis da hinten, oder? Ach nee, komm, oder? Lohnt nicht. Ich bin voll. Ja.
Soll ich mal mitfahren wegen der Kette? Nö, passt schon. Warte mal, kannst du hier mitfahren? Ja, Beifahrersitz habe ich, ne? Ich meine, ich bin John Diego. Ja, ob das jetzt auch gleich funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, dann komme ich hier mit John Deere eben schnell vorbei. Ja, dann gucken wir mal, was wir damit machen, ne? Aber hoffentlich, ja, ich denke aber mal, er müsste jetzt abladen. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Dann ist nämlich die Kiste. Muss er erstmal in die Werkstatt. Bei Hugo. Wo kriegen wir denn da nur einen Ladewagen her? Hat er nicht noch so einen Vorführer von Layli? Ja, hat er da noch stehen. Tigo oder wie der hieß? Tiguan, ne? Oder irgendwie so. Ja, der hat ihn nicht da stehen, aber ich weiß hier, hier ist irgendwie auch noch so ein Bauer. Der hat ihn. Also, der hat den geleased, aber der hat ihn, also nicht geleased, sondern der hat ihn nur als Vorführer. Und der hat dann, den hat er da, ja. Und den können, und der hat vorgestern Silo gefahren. Ich glaube nicht, dass den heute braucht. Gucken, vielleicht kriegen wir den. Wir müssen ja nicht viel mehr fahren. Oder doch schon, aber. Und falls es nur leichter Defekt ist und wir haben den, dann können wir ja beide Leute reinfahren. Ja. Da geht was dran, ne? Dann holen wir noch einen herbei, der dann hilft. Ja. Gut, dann wir sehen uns aber bei der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns dann. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.